Willkommen zurück bei The Legend of Zelda, wollte ich sagen. Nein, Hyrule Warriors steht an. Im heutigen Part wollen wir den Tempel der Seelen, wollen wir uns den anschauen und gehen mit Link da rein. Natürlich benutzen wir eine ganz spezielle Waffe. Es ist nämlich das Master Schwert. Wir haben zwar nur eins, es gibt ja auch nur eins, also ist es eigentlich logisch. Und deswegen geht's mal los. Diesmal kommt Story zuerst. Hoffe ich auch. Ja doch. Link took up the Master Sword and proved himself the hero of legend. Armed as he was with the Blade of Evil's Bane, Link easily dispatched the newly revived Wisro. The evil magician's parting words in their ears, Link and his allies set out to confront Sia at the Temple of Souls. With a string of victories behind them, the Hyrulean army's morale had improved remarkably. Even Link began to feel that he was invincible while the Master Sword was in his hands. Soon he was allowing overconfidence to cloud his judgment, rushing headlong into hordes of enemies. Sia had been waiting for Link to overextend himself, giving her a chance to strike. And as the two sides battled, unknown eyes watched from the shadows. Sorry, aber das war Ganondorf. Das war deutlich zu erkennen. So, ein wunderbares Schlachtfeld, so symmetrisch, ah je, gucken wir uns mal an. Also, Link, Zelda, Impa, Darunia, Midna, Fei, Lana und ein paar Kronhopp-Männer. Ja, das war's, kämpfen gegen Sia. das klingt gerade so heftig. So, und wir haben alles nur feindliche Festung. Gut, wir wissen, was ansteht, ne? Wir wollen die Schlacht beginnen. Boah, das sieht cool aus. Ah! Da bin ich. Tempel der Seelen. Los geht's. Jetzt, da du das Marschenschwert hast, sollte es ein leichter Sieg werden, Link. Ja, das glaube ich aber eher nicht. Link, werde bitte nicht übermütig. Reicht doch nicht. What the fuck? Warte mal, wir testen mal direkt den neuen Angriff, den wir im letzten Part noch gemacht haben. Ah, ist auf jeden Fall cool. Ich bin hier, Link. Lass uns rausfinden, was das heilige Schwert wirklich vermag. Wo bist du denn? Es gibt je drei Magiekammern im Osten und Westen. Sie sind über Magiekreise verbunden. Ja, und es sind Gyptus da. Oh Gott. So. Nein. Und ja, Alter! Wie stark ist das Schwert? Das kann ja gar nicht... Alter! Es ist... Ich habe so ein Gefühl, es ist eine Art Verarsche. Was anderes kann ich mir gerade da nicht vorstellen. Ich denke mal einfach, wir werden hier verarscht, indem es gesagt wird, das Schwert ist einfach... stark und gleich ist sie ja richtig stark. So, die Gegner sind stärker. Das klingt nicht gut. Wir müssen die Magiekammer erobern. Ja, ich bin dabei. Noch eine Gypto. So, Kammer ist erobert. Magiefluss wurde leicht unterbrochen. So, wenn wir eine Magiekammer erobern, sollte der Magiefluss geschwächt sein. Gott, das war mal mehr als dumm. So. Wie der einfach mal kein Problem mehr ist, weil er immer dasselbe macht. Ach komm. Und die ganzen Büros sind einfach mal da so fest. So, erober die Magiekammer und unterbrech den Einfluss. Hätte ich eh gemacht. Vorhin haben wir da eine kaputtmachende Wand. Also eine Wand, die man kaputt machen kann. Das sind keine Anfänger. Und hier ist nichts. Was soll das? Vielleicht einfach, weil es offensichtlich ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So. Ein wenig Hilfe wäre nicht schlecht. Ja, ich bin unterwegs. So, wen haben wir hier? Noch so eine Gyptobande. Oh Gott, wurde der Punkt schon wieder eingenommen? So, komm. Danke. Ich sollte vielleicht auch diesen Turm hier besiegen. Die Macht der Magieflammen erhebt die Moral der Flammengiptus. Alter, ich kann mich nicht alles auf einmal kümmern, ne? Wow, was war das? Ah, ich kann sie fühlen. Die Macht des Triforces. Ja, Ganondorf, ich weiß. Was ist das? Ich spüre etwas Furchterregendes. Ganondorf ist nicht furchterregend. Der ist eigentlich voll cool. Es ist furchterregend, ich spüre nur die Zauberin und ihre Ungeheuer.
So. Darunia, hi. Zelda spielt eine gewaltig böse Präsenz. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu Zelda, weil die irgendwie in Gefahr ist angeblich. Ja, ich weiß, ich bin unterwegs. Aber wo will die KP? Ich guck mal besser aus, Pat. Ich kämpfe weiter gegen die Festungen. Und wenn sie wirklich in Gefahr ist, dann ja. Magiekammer im Westen sind geschafft. Bleibt nur noch die im Osten. So, wir werden aber auch die maximale Wirkung auf den Kampfverlauf empfehle ich, alle Verbündete zu deaktivieren. Was? Hä? Was labert die da? Wolltest du etwa, dass wir verlieren? So. Das ist aber nicht sehr nett von dir. So, hier oben ist jetzt auch ein Kampf. Ach, hallo Lana! Danke, dass du hier mithilfst. Das ist sehr nett von dir. Wo ist die Gipto? Ich spüre hier irgendwie ein Gipto. Ich weiß nicht warum. So. Mir fällt gerade ein, im letzten Pass haben wir auch nicht so großartig Dings gebraucht. Die anderen Items. Das lief alles ziemlich gut. So. Ah, hallo. Also die Musik ist auch episch, ne? Die hat was. So von wegen letzter Kampf. Aber ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Und wenn doch, dann wäre es ziemlich erbärmlich. Aber es fehlt noch eine Menge. Und deswegen freue ich mich eigentlich ziemlich drauf, dass das Spiel noch ein bisschen geht. So. Als nächstes wollen wir den anderen Hauptmann machen. Und der ist da hinten am Warten. Wir gehen einfach mal so im Kreis. Währenddessen kann ich euch mal kurz informieren. Zelda hat bisher ein Achte, könnte ich sagen, der KP erst verloren. Heißt also, wir kommen gut voran. Auch hier ist kein so schlimmer Gegner entfernt. Und dieser Angriff, der ist ganz komisch. Ich mag den irgendwie nicht. So. Ja, mir geht Westosten, oder Nordosten eher gesagt, Westosten. Natürlich, Westosten. Ich muss aufpassen, dass du mich nicht überflügelst. Und Impa hat die Moral ziemlich weit oben. Und trotzdem ist mir eins nicht gesichert, warum ist das hier alles so einfach? Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe auch eher das Gefühl, die beobachtet uns die ganze Zeit. Anstatt dass wir, ja, gegen sie kämpfen, beobachtet sie uns, wie wir kämpfen. Und kämpft gleich gegen uns so an, dass wir auf jeden Fall keine Chance mehr haben. Ich darf nicht verlieren. Ah. Oh. Hätte vielleicht mal ein bisschen mehr auf Impa achten sollen. Die ist nämlich ziemlich angeschlagen. Oh Gott, Feuer gibt doch. Nein. Nix da. So. Ja, wir einfach mal alles töten. Welche Mission habe ich denn jetzt erfüllt? Ach, wir haben die Kammern eingenommen, ne? So, und jetzt muss ich doch leider zu Zelda zurück. Denn sie ist ein bisschen arm dran. Ja, Megiplus wurde plötzlich vollständig unterbrochen. Woher bloß? Der Saal der Zauberin ist offen. Ich ignoriere ihn erstmal, denn... Genau. Alter! Sind das drei Stück? So. So. Nein. Greif weiter an. Keine Zeit. Töte ihn einfach. Danke. Müssen wir wenigstens Zelda ein bisschen helfen. Du willst dich verarschen, ne? So. Es ist der letzte? Ich hoffe es mal. Danke. Oh Gott. Ist besser, dass ich da hingegangen bin, weil... von der Tatsache her, dass sie ziemlich Probleme gemacht haben. Hier ist noch so fest, so eine kleine Vorpostenfestung. Nehmen wir mal kurz ein. Ist das schnell gemacht mit dem Superangriff? Ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, dieser Superangriff mit A. Ich nehme einfach mal Superangriff. Oder Spezialangriff. Machst du kleine Festungen eigentlich ziemlich schnell kaputt? Könnte uns echt vom Vorteil benutzen. Vom Vorteil benutzen, super. Was ist eigentlich das da unten? Da unten ist eine Kammer zu. Das ist so ein roter Strich vor. Guckt auf die Karte, dann wisst ihr, was ich meine. So, Midna kämpft hier auch fleißig. Und hat bisher nichts erreicht, oder was? Oh Gott. Wo kam das denn jetzt her? Hä? Ach, da. Danke. Also, ich habe jetzt bisher nicht gesehen, was Midna erreicht hat. Wir laufen ja mal durch. Das ist immer noch der beste Angriff.
Denn so können wir echt was machen. So, ich will nämlich noch diese Kammer hier einnehmen. Und dann, die Ohrenpunkte gehören auch schon wieder den Gegner. Die haben den so schnell eingenommen. Das ist echt nicht wahr. So. Mal kurz hier rein. Die Gegner weg sind. Da müsste auch hier gleich einer sterben und dann kommt der Fotzen schon. Der Festungskommandant. Komm her. Danke. So, das Material mitnehmen. Was auch immer das für Material sein soll. Die Punkte wieder einnehmen, die hier irgendwie in die gegnerische Hand gefallen sind. Warum auch immer. So. So, der ist tot. Muss das einfach vom Vorteil. Wir müssen einfach nur einmal kurz außen rum und gehen dann in die Mitte rein. So. Das ist fertig. Das ist kein Problem. Wir nehmen einfach die Punkte kurz ein. Ich meine, die Dinger sterben ja echt schnell. Und dann gehört der Punkt auch schon uns. Guckt euch das an. Gehen einmal im Kreis und haben alle Punkte eingenommen. Und der Part ist erst 11 Minuten lang. Und trotzdem habe ich immer noch die größte Befürchtung, dass das Spiel mir sagen will, komm hier, das wird einfach und dann zerficken die uns gleich. Also, das soll jetzt nicht heftig klingen, aber das kann ich mir echt so vorstellen. So. Die Festung einmal kurz retten. Wo wenigstens, ob hier irgendjemand böse ist, dann, das kann ja immer passieren. So. Und dann würde ich sagen, was ist denn das? Warum ist da so eine Figur einfach mittendrin? Warum ist hier so eine schräge Kammer? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Gut. Aber Moment mal, wir müssen, glaube ich, auch dahin, ne? Ja doch, wir müssen da hoch. Okay. So, deswegen, da war auch das... Ach so! Ja klar, deswegen waren hier auch ein paar Gegner zu sehen gerade. Weil da ein Vorposten ist. So. Oh je, oh je. Warum sind die Punkte eigentlich hier mitten auf dem Weg einfach? Warum treffe ich den nicht mehr? Danke. Danke. So. Haben wir jetzt alles eingenommen soweit erstmal? Ja, ab zu Sia. Guck mal, die steht da und wartet. So, nun kommt das, was ja sozusagen kommen sollte. Der einfach, ich denke mal, Motherfucking-Kampf. Ein Schwert ist nur ein Werkzeug für die Schwachen. Nur Narren verlassen sich auf sowas. Hallo? Ich habe extra wenig an für dich. Arroganz, Hochmut, Stolz. Davon hat die Dunkelheit in dir gezerrt. Und jetzt wird sie dein Untergang. Ich hab's gewusst. Es ist eine Falle. Hallo? Das, was ich mir so halbwegs gedacht habe. Und der ist einfach mal motherfucking stark. Weil jetzt sind wir selber. Und wir sind selber motherfucking stark. Stark. Wette ich mit euch. Dunkel... Alter, Doppelkampf oder was? Nee, sie hat sich zurückgezogen. So. Denk mal, er greift mit denselben Angriffen an, die wir haben. So. Aber er macht Schwachstellen. Alter! Und er ist schwach. Er ist ziemlich schwach. Nix da. Wir können Link nicht alleine kämpfen lassen. Oh doch, lass mir den. Lass mir, das ist mein Gegner. Na komm. Ich weiß, dass du mich angreifen willst. Ja, ja. Das war traurig. Das war echt traurig. Was war das? Es ist aber noch nicht zu Ende. Weitere... Yeah! Noch mehr böse Masas. Oh, links. Das ist nochmal gut zu wissen. Problem ist, es ist nur ein Schatten von mir. Also kann er nicht so böse sein. Ich bestätige die Erscheinung 4 weiterer Dunkellinks. So. Lander, komm mal hier hin. Wo will der denn hin? Hallo? Du Drecksack!
Und wir bekommen Besuch! Hallo, Ganondorf! Der Dämonenkönig Ganondorf! Was? Zum Fick! Oh, jetzt wollt ihr mich doch echt verarschen, ne? Und du hör mal auf, immer abzuhauen. Und dann dich umzudrehen und zuschlagen. Das ist nicht nett von dir. So, guck mal den hier an. Den müsst ihr töten. Vor allem macht sich so kein Schwachpunkt frei. Ja, ja, ist klar. So, Ende mit Nummer 1. Ich weiß nicht, was Ganondorf hier macht, aber es klingt nicht gut. Warum ist hier noch so ein Punkt? Alles klar, Rückzug in den Rosengarten im Westen. Und warum sind die fetten Typen Ganondorfs Lakaien? Ah, nee, gar nicht wahr. Sehe ich nur gerade falsch. So. Das läuft gut. Alter, das läuft mehr gut. Mehr Rubine, mehr EP, mehr Herzen. Und, passiert noch was? Alter, 179 Gegner! Was zum Fick? Das Gutfeller wurde auch noch gesichtet, klar. Alter, aber es wird halt das, was ich mir so ein wenig erhofft habe, es wird heftiger. Er geht einfach nebenan vorbei, das ist nicht nett. Link, komm her! Gut, der schon ein paar Schaden bekommen hat. Und der jetzt gleich sterben wird. Weil ich dich jetzt in die Ecke dränge und einfach zerfetze. So, oder auch nicht. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Denn wir wollen auch mal ein bisschen vorankommen. Oh, komm, nicht dein Ernst, ne? So, ein bisschen erfolgreich? Was? Zwei der Dunkellings wurden besiegt. Sollte ich nicht vier besiegen? Auf jeden Fall sind die dicken Goblins die Lakaien von Ganondorf. Aber warum? Dunkellink ist zurück. Hä? Er hat sich geheilt? So bringen wir den Kampf nie zu Ende. Eben. Das sind keine Anfänger. Ja, das ist nichts Neues. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Die Dunkellings werden den Saal der Zauberin wiedererweckt und hindern uns an der Flucht. So ganz kann ich das nicht verstehen. Halte deine dunklen Doppelgänger auf, damit unsere Truppen fliehen können. Besiege den Dunkellink nochmal und nochmal und nochmal. Weil einmal einfach nicht ausreicht. Oh fuck! Okay, ich muss einmal zu Zelda. Ich will nur gerne wissen, wo die ist. Alter! Sterbt! Sie ist in Gefahr! Sie ist die Prinzessin! Und es gibt Erfahrung. Also, den, ja, die Schweineschwarte gibt es. Ich scheiße jetzt mal echt auf die Skulltala. Ich will einfach nur zu Link. Oh, Material! Material ist mein Material. Oh nein, da wird auf einmal... Da ist auf einmal... erstmal Ende. Nächstes Mal geht's hier weiter. Dann finden wir raus, warum Ganondorf auf einmal im Schlachtfeld dabei gekommen ist und was er jetzt hier vorhat. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.